Hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise einem Food Diary von mir. Ich dachte mir natürlich, diese Woche starte ich auch wieder ein neues. Und zwar gerade natürlich auch wie immer mit dem Frühstück am Montagmorgen. Es ist gerade 6:31 Uhr und ich habe mir auch gerade schon das Frühstück für später in der Arbeit vorbereitet und auch jetzt für jetzt. Und das zeige ich euch jetzt auch mal. Natürlich, jetzt zum Frühstück gibt es wie immer die Reiswaffeln und den Kaffee mit dem Haselnuss-Drink. Das finde ich auch immer sehr lecker. Ihr kennt es ja schon von mir. Das werde ich auch jetzt dann frühstücken. Ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen. Ne? Es gibt jetzt um kurz nach 10 mein Frühstück. Wie immer ja meistens dasselbe mit meinem Toastbrot. So, ihr Lieben, es ist auch schon etwas später am Tag. Es ist auch schon so gegen 4:30 Uhr, denn ich war dann nach der Arbeit auch schon im Training und sind fertig geworden jetzt. Und jetzt gibt es noch als kleinen Snack dann noch den Chocolate Caramel Riegel hier von Premier Protein. Die finde ich auch immer sehr lecker. Das ist einer meiner Favoriten. Vom Rewe habe ich den mir gerade geholt gehabt. Und ja, das werde ich jetzt erstmal mir schmecken lassen, denn ich bekomme schon so langsam Hunger. Und ja, danach gibt es dann zu Hause noch Eis, noch was Kleines zu essen. So, ich habe mir jetzt wieder was Kleines zum Essen gemacht, denn es ist auch schon relativ spät. Es ist, ich kann es euch zeigen, 18:18 Uhr. Und jetzt gibt es halt relativ spätes Mittagessen, halt ganz klein, denn später werde ich mir dann auch noch wieder was zum Essen machen. Also habe ich mir wieder eine Hälfte des Dürums gemacht mit etwas Rohschinken und Gratin Leichtkäse. Genau, das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen, denn ich habe schon noch etwas Hunger. So, heute zum Abendessen habe ich mir wieder die Tiefkühl-Tagliatelle-Nudeln gemacht. Dann aber auch wieder mit Hähnchen geschnetzeltes. Und so fülle ich mir noch die Proteine noch auf. So, es sind auch schon fast meine ganzen Kalorien aufgebraucht, aber später gibt es dann noch ein kleines Nachtisch zum Essen. Und das esse ich jetzt gerade um 20:13 Uhr. Genau, also jetzt gibt es erstmal Abendessen. So, dann gibt es jetzt noch als kleines Nachtisch, habe ich hier jetzt einfach mal dann den Joghurt hier genommen, was ich am Wochenende benutzt habe, um Naanbrot zu machen aus zwei Zutaten. Habe ich mal ein bisschen was davon genommen. 200, nein, 150 Gramm. Dann noch die restlichen Himbeeren, finde ich auch super lecker. Dann noch so ein bisschen Honig mit drüber. Das mag ich sehr, sehr gerne so. Ja, das werde ich jetzt dann eben zum Nachtisch essen und das jetzt um 21:02 Uhr. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist ein neuer Tag und es gibt wieder was zum Frühstücken natürlich. Wie immer. Gerade wieder dasselbe, aber es schmeckt einfach. Es schmeckt einfach immer so gut. Also wie immer die Reiswaffeln mit Erdnussbutter und die Schokostreuseln und dann hier wieder auch mein Kaffee und das gerade um 6:25 Uhr am Morgen. So, ihr Lieben, auch jetzt gibt es gerade was zum Frühstücken, aber später, dadurch, dass ich ja auch erst um 14 Uhr arbeiten muss, habe ich jetzt ein bisschen Zeit, denn es ist gerade 11:48 Uhr, habe ich hier wie immer mein Toast, diesmal auch das High Protein. Wie immer, was ich meistens eigentlich am Mittags esse. Aber das werde ich jetzt hier zusammen frühstücken und nicht wundern, ich bin nicht bei mir zu Hause, sondern bei Schatzi. So, währenddessen wir noch so gerade nebenbei ja irgendwas zu tun haben, habe ich hier zu Hause was zum Essen gemacht gehabt heute Morgen. Und zwar ein Dürüm-Wrap mit dem restlichen Bulgursalat, dann noch normalen Salat. Das werde ich jetzt mir mal schmecken lassen und das so vor, oder? Ja, um 17 Uhr, ganz genau. So, ihr Lieben, es ist jetzt wieder auch jetzt später am Tag. Es ist schon so gegen fast 20 Uhr, würde ich sagen. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ja, 10:20 Uhr. Ich habe mir jetzt hier was zum Essen gemacht. Also irgendwie unspektakulär, aber ich habe irgendwie Lust drauf. Eigentlich hätte ich zudem, also sowas Ähnliches wie Chili con Carne, noch eher Reis dazu gemacht, aber
es hat nicht mehr zu meinen Werten reingepasst. Also habe ich mir halt hier dann noch ein bisschen sowas wie einen kleinen Salat gemacht mit gemischtes Salat und halt eben noch Tomaten dazu. Ein bisschen selber dann noch ein Dressing gemacht. Genau, also das hier werde ich mir jetzt dann mal schmecken lassen, denn ich habe auch jetzt wieder echt Hunger. So, und jetzt hier ganz langweilig so, aber ich habe das wenigstens noch etwas aufgebraucht. Und zwar einmal ein Joghurt, was irgendwie nur noch 100 Gramm drin war. Also ein ganz normales Joghurt, aber ohne so viel Fettinhalt und dafür mehr Proteine. Und dann noch etwas von dem Exquisa mit dem Geschmack von Vanille. Habe ich jetzt auch noch ein bisschen mit reingetan. So komme ich dann ganz gut jetzt gerade auf meine Werte. Und das esse ich jetzt gerade dann um 7:45. Und ja, das werde ich noch in mich reinschaufeln. Guten Morgen und wieder zu einem neuen Tag zum Food Diary. Heute am Mittwoch gibt es jetzt mal wieder um 6:50 Uhr dann was Kleines zum Frühstücken. Wie immer die Reiswaffeln, besser gesagt Maiswaffeln mit Erdnussbutter und die Streusel und auch wieder mein Kaffee. Das darf ich mir jetzt auch jetzt mal schmecken lassen. Ich bekomme auch schon wieder ein bisschen Hunger nach dem Aufwachen. Jetzt gibt es wieder Frühstück, wie immer dasselbe und das kurz nach 10 Uhr und da ist mein Kaffee. So, jetzt gibt es jetzt auch noch was Spätes zum Mittag, denn ja, ich komme ja auch gerade noch vom Training. Schatzi hat mich auch wieder hergefahren und jetzt gerade um 16:27 Uhr habe ich mir einfach den High-Protein-Quark-Creme genommen, die ganze Packung und dann noch ein bisschen was von der Pam Granola Crunchy Classic genommen und das dann noch so mit dazu essen. Genau, und das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen, denn ich habe Hunger. So, ihr Lieben, ihr seht hier jetzt gerade mein Abendessen. Es wird auch jetzt wieder Zeit, denn ich bekomme Hunger. Es ist genau 7:45 Uhr und ich habe mir jetzt einfach, das zeige ich euch einfach mal, diese Chili Beans hier gemacht. Habe ich mir vor ein paar Tagen natürlich im Lidl mal geholt gehabt. Die waren mal runtergesetzt. Fand ich irgendwie mal cool. Dachte ich mir, nehme ich es mal mit. Und habe es mir jetzt hier mitgemacht mit dem Hackfleisch, mit dem fettreduzierten Hackfleisch. Ich wollte noch Mais mit dazu machen, aber wir hatten doch keins mehr da. Ich dachte, wir hätten noch welches. Dann habe ich noch einen kleinen Salat noch dazu gemacht mit etwas Rucola und ein paar Tomätchen. Also eine kleine mittlere Tomate, so in etwa. Dann ein bisschen selbstgemachten Dressing. Und dann noch habe ich eine Hälfte der Tortilla, also vom Dürüm, was ich da noch im Kühlschrank hatte, so wie in Tortilla-Chips geschnitten. Sind etwas dunkel geraten, aber schmecken irgendwie trotzdem noch gut. Also ich habe die da davor gewürzt gehabt mit Rosenscharf Paprika. Ja, das Gewürz und dann noch mit etwas Kokosöl, sodass es miteinander sich alles verbindet, natürlich geschüttet und dann noch im Backofen davor getan. Genau, so sieht jetzt mein Essen aus. Also das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. Also, denn ich habe sehr Hunger auch jetzt wieder. Und jetzt gibt es noch ein Abendessen nach ein bisschen Warten. Etwas ein kleines Dessert sozusagen. Und das jetzt um genau 20:30 Uhr habe ich mir einfach mal die beiden Exquisas hier genommen. Einmal habe ich hier den Rest vom Fitline Exquisa in Vanille genommen und dann noch ein bisschen was von Erdbeergeschmack in die Schüssel. Und dann noch die restlichen Nesquik Kügelchen. Habe ich da dann noch mit dazu getan und das werde ich mir jetzt auch noch schmecken lassen. Hallo, meine Lieben, wieder ein neuer Tag, Donnerstagmorgen. Dadurch, dass ich später arbeiten muss, kann ich ja gechillt frühstücken. Einmal wie immer die Reiswaffel mit Erdnussbutter und die Schokostreusel und auch wie immer mein Toast. Dazu muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen, ne? Und auch hier mein Kaffee. Und es ist auch gerade 7:45 Uhr und das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. So, dadurch, dass ich jetzt ein klein wenig Lust habe auf irgendwas Süßes zum Snacken und ich habe ja auch gerade keine Gummibärchen mehr zu Hause, habe ich mir ein bisschen was von der, ich glaube, Honigmelone
geschnitten, ein wenig nur, denn eigentlich bin ich ja nicht so der Fan von Solchmelonen, sondern eher mehr Wassermelone. Aber die sind eigentlich auch ganz lecker, aber jupp, werde ich mir jetzt noch etwas schmecken lassen. Und es ist jetzt gerade 10:27 Uhr. So, hier in der Arbeit werde ich jetzt das restliche Exquisa essen, im Erdbeergeschmack natürlich. Und es ist gerade so 20:15 nach 2 Uhr. Und das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. Es ist wieder Zeit fürs Abendessen. Ich habe mir einfach eine schnelle Pizza gemacht, sozusagen mit einem Dürüm-Wrap, etwas Tomatensauce, dem restlichen Hackfleisch, was ich noch da hatte, also das fettreduzierte, und dann noch auch das restliche Leitkäse. War eben nicht viel, deswegen ist auch kein Käse-Overload. Und das esse ich jetzt um 7:30 Uhr und das werde ich mir jetzt schmecken lassen, denn nach der Arbeit habe ich immer so Hunger. So, und jetzt zum Schluss von heute werde ich dann noch etwas Joghurt, also eher gesagt Skyr essen. Also mit aber etwas Geschmack, denn ich habe noch mein Proteinpulver mit dazu getan in Geschmacksrichtung Chocolate Peanut Butter. Das werde ich noch essen und dann noch mit etwas dem Palm Granola. Das esse ich gerade zurzeit irgendwie echt gerne. So vor allem so als Topping auf Joghurt oder sonstiges. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und das jetzt noch um 20:35 Uhr. Das ist nur mein kleines Dessert nach dem Abendessen. Ein neuer Tag, neuer Morgen. Es ist Freitag früh und ich habe mir jetzt wieder natürlich die Reiswaffeln mit Erdnussbutter und dem Streusel gemacht und hier auch wieder mein Kaffee. Und das frühstücke ich dann jetzt gerade um 8:32 Uhr bald mit mir los, weil wir dann noch etwas trainieren wollen. Genau, und das ist jetzt so mein kleines Frühstück vorm Training. So, also wir sind vom Training jetzt draußen. Es ist jetzt 11:45 Uhr und ich esse jetzt diesmal einfach mein Brot jetzt einfach so, ohne dass es im Sandwich Maker war. Einfach das Proteintoast, Käse und Rohschinken. Zum Mittagessen heute gibt es jetzt einfach mal wieder was ganz Einfaches und einfach auch so, dass ich nicht viel machen musste, weil ich hatte irgendwie auch keine Lust, jetzt irgendwie was Großartiges jetzt noch zu machen. Habe ich jetzt einfach die letzten 250 Gramm vom Skyr hier genommen und habe dann einfach ein bisschen vom Crunchy Granola genommen von Pam und dann noch ein bisschen Banane und dann noch zum Süßen ein bisschen Honig drauf. Ja, das werde ich mir jetzt schmecken und es ist jetzt gerade ja kurz vor 16 Uhr, also wird es jetzt Zeit wieder was Kleines zu essen. So, es gibt jetzt wieder was Herzhaftes natürlich jetzt zum Abendessen und zwar um 20:30 Uhr gleich habe ich mir sozusagen wieder aus dem Düdüm einmal sowas wie dann Pizza gemacht. Einmal natürlich mit dem restlichen Hähnchen geschnetzelt, das was ich noch da hatte. Das muss ich ja irgendwie jetzt auch noch aufbrauchen. Also habe ich das hier drauf gemacht mit etwas Girella, dass ich damit auch noch ein bisschen so die Proteine noch saven kann. Ja, normale Tomatensauce, aber unsere portugiesische Variante. Super lecker. Und ja, und nur ein klein wenig vom normalen Gratin Leitkäse habe ich auch noch mit dazu getan. Ja, yep. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen, denn ich habe so Hunger gerade. So, jetzt als kleinen Snack nach der Pizza sozusagen habe ich mir jetzt hier ein bisschen Wassermelone rausgeschnitten, denn ich hatte mega Lust drauf. Vor allem, die ist auch schön süß. Ich habe davor hier von den kleinen Stückchen hier, was hier ja so rausschaut, ein bisschen was rausgeschnitten gehabt und ist von der Süße her ist perfekt. Das werde ich mir jetzt mal gönnen lassen. Und das ist jetzt gerade mal so 9:10 Uhr. Und das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. So, und auch heute nehme ich euch wieder mit am Samstagmorgen. Gleich, wenn ich schon aufgewacht bin, habe ich hier jetzt wieder mein kleines Frühstück gemacht. Dazu muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Aber das Einzige, was ich jetzt hier anders gemacht habe, ist, ich war ja gestern einkaufen und habe hier fettreduzierte Salami reingetan, anstatt des Rohschinken. Genau. Aber Käse und sonstiges bleibt alles gleich und sowohl auch mein Kaffee. Und es ist jetzt gerade 6:22 Uhr und das werde ich jetzt frühstücken. Danach mache ich mich fertig, um danach zur Arbeit zu gehen.
So, ich werde jetzt den hier geschwind jetzt essen, so als Snack. Denn es ist jetzt gerade so kurz vor 13 Uhr und ich bekomme wieder ein bisschen Hunger. Und den Proteinbar esse ich dann jetzt halt eben dafür. So, dann wird jetzt gerade nach Feierabend ein Pam-Riegel gegessen. Die mag ich sehr gerne. Habe ich auch beim letzten Jahr auch mal probiert gehabt und fand den echt gut. Und das ist jetzt gerade um 4:30 werde ich den jetzt essen, denn ich habe gerade so richtig Hunger. So, ihr Lieben, ihr seht hier, wir haben Pizza geholt, aber beim Dönerladen. Und zwar wie eine Dönerpizza, nur halt mal ein bisschen ganz anders. Ihr seht hier ist nochmal eine schöne Variante. Meine ist ein bisschen, ja, wie kaputt gegangen, aber ist nicht schlimm, ich esse es trotzdem so, wie es ist. Da sind ja, Pepperoni, und Tomate noch drin und mit Schafskäse auch noch drauf. Und auch nochmal eben das Fleisch. Und hier haben wir noch extra Soße, weil das darf nie fehlen auf einer Dönerpizza. Und das werden wir jetzt essen. Ist auch schon ein bisschen später. Es ist 17. Was für 17 Uhr? 21:17 Uhr. Und das werden wir jetzt noch zusammen jetzt verspeisen. Zuletzt waren wir dann auf einen Geburtstag von einer Freundin meiner Mutter. Sie hatte vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt und haben es nachgefeiert und haben dann noch ein bisschen Kuchen mitgegessen und das so gegen fast Mitternacht dann noch. So, meine Lieben, also somit ist das Food Diary hier für euch beendet. Also ich habe auch wieder vergessen, gestern am Tag das Video hier zu beenden. Ich mache das gerade jetzt kurz am nächsten Tag, aber naja. Wenn euch dieses Food Diary hier auch diesmal gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich auch natürlich gerne. Ich würde mich sehr auch über euch freuen, wenn ihr ein Teil meiner Community seid. Also klickt gerne runter auf das rote Abonnieren-Button und nicht zu vergessen, auch noch die Glocke daneben zu aktivieren. So bekommt ihr immer die Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online stelle. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und schaut dann auch gerne auf Instagram oder TikTok vorbei. Dort versuche ich hin und wieder jetzt auch mal mehr aktiv zu sein. Und ja, ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!